ich habe natürlich gesagt, wir stehen. Ich habe gesagt, ich hoffe, dass wir stehen, und das hoffe ich in der Tat, weil man merkt ja schon so ein bisschen, wie die Stimmung in der Politik aktuell ist. Ich glaube, Markus Söder, der ja bisher der ganzen Sache ein bisschen skeptischer gegenüberstand, hat ja heute, glaube ich, eine Pressekonferenz gegeben, wenn ich das richtig gehört habe, wo er auch gesagt hat, dass man das jetzt probeweise da ruhig machen könnte. Insofern würden wir uns natürlich freuen, wenn es so käme. Das muss aber alles verantwortungsbewusst sein, das werden wir tun. Es werden auch keine riesigen Mengen dann sein, denke ich mal. Aber da soll es ja jetzt, hoffe ich, die nächsten ein, zwei Tage eine Entscheidung geben. Ob das dann bis zum ersten Spieltag sich organisatorisch noch umsetzen lässt, weil wir müssen ja auch noch mal mit den Gesundheitsämtern sprechen etc. pp., das weiß ich nicht, aber das sollten wir jetzt auch nicht zu kleinteilig betrachten, sondern erstmal einfach dieses Gefühl der Vorfreude haben, dass sich vielleicht etwas tut, denn das hat uns ja letztendlich doch allen extremst gefehlt. 20% der Zuschauerplätze vielleicht besetzt? Hört man so ein bisschen, gibt auch andere Vorstellungen, ist nicht meine Aufgabe, das ist Aufgabe der Politik, aber ich denke, 20% wäre auf jeden Fall verantwortbar, das ist so mein Gefühl, aber das müssen die zuständigen Leute entscheiden. Wir haben es als Fußball immer gut hingekriegt, dass wir der Politik nichts haben versucht vorzuschreiben, dass wir nicht zu vehement aufgetreten sind, dass wir einfach einen Dialog gepflegt haben, und das hat in den letzten Monaten sehr, sehr gut geklappt. Da muss man also unabhängig von Parteien, da die Politik auch wirklich mal loben dafür, dass man sehr konstruktiv miteinander sprechen konnte. Wir haben ja diese Geisterspiele dann machen dürfen. Da hat ja niemand jetzt erwartet, dass das ein großes revolutionäres Gefühlskino wird. Aber es war existenzsichernd, und insofern war es gut, dass wir es gemacht haben. Aber es hat natürlich dramatisch was gefehlt, und ich glaube, am allermeisten können das die Akteure, die Spieler natürlich, die Trainerteams, aber auch wir auf der Tribüne, wenn du dann in einem total menschenleeren Stadion sitzt, das hat schon was Groteskes, ne? Und ehrlicherweise war das auch nur zu ertragen, weil du es als Pflicht auch empfunden hast, um dir eine Existenz zu sichern. Nicht nur deine, sondern die der Mitarbeiter und alles. Aber das wäre natürlich für mich eine emotional unfassbare Erleichterung. Und da muss man schon aufpassen, dass man dann nicht Tränen in die Augen kriegt, weil das nach der Zeit... Ja, das wäre schon toll.